Taxifahren in Schwerin wird ab dem 1. November teurer. Die Stadt hat folgenden Punkten zugestimmt. Ab einer Fahrt von 3 Kilometern müssen nun 50 Cent mehr bezahlt werden, nämlich 2 Euro. Ab dem 5. Kilometer sinkt der Kilometerpreis auf dem Taxameter auf gewohnte 1,50 Euro. Auch bei der Benutzung einer Großraumlimousine muss künftig tiefer in die Tasche gegriffen werden. Allein die Anforderung wird 5 Euro kosten. 5 Euro mehr als bisher, nämlich 25 Euro pro Stunde, muss jetzt gezahlt werden, wenn das Taxi auf den Fahrgast warten soll. Taxifahren in der Landeshauptstadt. Bald wohl eine noch kostspieligere Angelegenheit. Allerdings werden die neuen Preise mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns begründet.